Heute ehren Sie die Gewinner des Wettbewerbs Fair bringt mehr. Welche Ziele verfolgt dieser Wettbewerb? Dieser Wettbewerb verfolgt das Ziel, dass Jugendliche, Kinder vom frühesten Alter an zur Fairness erzogen werden und auch mit Projekten konfrontiert werden, wo man dieses auch lernen kann. Natürlich ist die Familie die erste Schule, durch die jedes Kind geht, aber letztendlich im Kindergarten, in der Schule bis hin zur Sekundarschule, aber auch später im Beruf, ist es ganz entscheidend, dass man fair miteinander umgeht und auch dafür eine spezielle Kulturtechnik erlernt, die einem im Team auch erfolgreich sein lässt und trotzdem bei allen wettbewerblichen Elementen die Möglichkeit eröffnet, dass man ein gesamtgesellschaftliches Miteinander pflegt. Kann ein solcher Wettbewerb offenbar vorhandene Defizite im gesellschaftlichen Miteinander ausgleichen? Wettbewerbe dieser Art können natürlich nicht alle gesellschaftlichen Defizite ausgleichen, aber sie bewirken eins, dass man sich mit der Thematik überall sehr intensiv beschäftigt, sowohl die Trägerstrukturen als auch viele, viele Unternehmen, die sich eingebracht haben, zeigen damit, dass es auch im zukünftigen Leben eines jungen Menschen darauf ankommt, fair miteinander umzugehen, sodass ich glaube, dass mit dem Auszeichnung dieser Projekte wir erreichen, dass andere es nachahmen, dass andere auch Überlegungen anstellen, wie man in ihrem Umfeld so etwas entsprechend praktizieren kann. Ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Welche persönliche Botschaft geben Sie heute den Preisträgern mit auf den Weg? Die Preisträger können erstmal stolz auf sich sein, denn es ist eine Jury hier tätig gewesen, die aus vielen, vielen Bereichen kommt. Und die ausgezeichnet werden, die haben es echt verdient. Ich mache ihnen Mut, weiterzumachen, aber auch darüber hinaus andere anzusprechen, es nachzutun. Und ich glaube, dass wir mit der Veröffentlichung dieser ausgezeichneten Projekte und auch der Preisträger eins ermöglichen, dass junge Menschen verstehen, dass wir genau dieses wollen in unserer Gesellschaft, nämlich Überlegungen und auch Techniken zu erwerben, wie man es schafft, dass man sich in seiner Heimat wohlfühlt, dass man erfolgreich ist und dass man dieses nur gemeinsam miteinander sein kann.